In Hamburg, sag mal, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Prime-Icon-SBB, beziehungsweise ein SBB, denn wir haben wieder den Prime-Icon-Pick gemacht. Und was rausgekommen ist, seht ihr genau jetzt. 3, 2, 1. Guckt euch diese Scheiße an! Ja, Freunde, ihr seht es, es ist Barnes geworden. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder diese Prime-Icon-Picks mache und immer wieder enttäuscht werde, aber es ist Barnes. Und heute zu Gast, Freunde, zum ersten Mal auf meinem Kanal, Enza, was geht ab, Mann? Was geht ab, Leute? Ich bin auf jeden Fall das erste Mal heute da, wie Heisen schon gesagt hat. Ich bin relativ gehypt, SBB-mäßig noch nicht so meine Schiene, aber ich denke, ich werde mich gut schlagen. Mit dem Barnes und ohne viel zu reden können wir, glaube ich, direkt reinstarten. Ja, Mann, auf jeden Fall. Also lasst gerne auf jeden Fall einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da. Wir sind kurz vor 10.000 Abonnenten innerhalb von 4 Monaten. Kuss geht raus an der Stelle. Und ja, checkt auch gerne die Rückspielfolge auf Enzas Kanal ab. Links in der Videobeschreibung natürlich. Oberst ist verlinkt. Und ich würde mal sagen, Bruder, ich halt rein. Und das sind wieder deine ersten beiden Spieler. So, meinen Stürmer und Rechtsflügel. Also wenn du den Stürmer rechts halten, dann ist vorbei. Okay? Okay. Ich habe ihn drin. Mein Stürmer ist Prime Cruyff. Ich bin ja auf jeden Fall relativ teuer reingegangen. Und Rechtsflügel habe ich einfach mal auch ganz entspannt, da Cruyff schon mal teuer war, den Billy Goldkarte. Okay, okay. Also auch ich ganz entspannt. Suarez und Ferran Torres aufgeschrieben, aber ist auch eine Icon, schwer zu linken und so. Also genau. Passt auf jeden Fall. Gut, ganz beide behalten. Okay, Freunde. Also ich habe die neue Showdown-Promo ehrlicherweise nicht so gefeiert. Aber die eine Karte fand ich ganz cool und die wollte ich einfach mal heute testen. Habe ich bis jetzt noch nicht einmal gezockt. Es ist Kent. Und die andere Stürmerkarte ist es Robert Lewandowski, der heute, wir nehmen gestern heute auf sozusagen, Bayern hat gerade gespielt. Hat nicht so gut gespielt, meiner Meinung nach, gegen Villarreal. Aber ist auf jeden Fall in meinem Team heute. Boah, stark, Bro. Ich habe leider keinen getroffen. Ich habe Benzema und Benjeda gehabt. Ich dachte, vielleicht nimmst du einfach mal Benzema. Also der, die alle, die das Spiel geschaut haben, der hat heute Chelsea auseinandergenommen. Aber ja, leider kein getroffen, kannst beide halten. So, Heisen konnte die ersten zwei Spieler behalten. Ich zeige euch direkt die nächsten. Ey, ich muss einen treffen, Mann, komm. Ich habe sie reingehalten. Ah. Ey, bitte lass mich wenigstens einen treffen. Also ich habe dir einen kleinen Vorteil gegeben, dementsprechend, weil ich Lewandowski hatte und ich jetzt natürlich noch auf jeden Fall einen Green Link brauche und den will ich auf jeden Fall mit Leon Goretzka mir holen. Und auf der rechten Seite habe ich noch einen Bayern-Spieler, weil ich irgendwie heute auf die Bayern-Schiene gegangen bin. Es ist auf jeden Fall die UCL-Karte von Leroy Sané. Und auf der anderen ZM-Position, fast vergessen, den hast du aber auf keinen Fall, ist der Gaucho, der Ronaldinho. Boah, du bist ja auf jeden Fall all in gegangen. Ich sag nur so, Heisen, ich hab beide. Zwei Bayern-Spieler geschrieben. Aber natürlich konnte ich nur einen erraten, das ist Leon Goretzka. Ich war mir nicht so, ich dachte so, Mann, kommt Tolisso oder Gnabry? Goretzka. Ich bin auf Goretzka gegangen. Nein, Goretzka und Gnabry habe ich geschrieben. Aber ja, Goretzka raus, Gnabry darf bleiben. Willst du einen Bronze-Torhüter oder einen Bronze-ZM? Ich würde sagen, mach einfach den Bronze-Stürmer oder Bronze-Torhüter rein. Hä? Also, was? Ich da, Bro. Nein, Mann, ich meine den Dings, Bruder, den Bronze-Torhüter. Gut, ich halte mal rein. Okay. Gut. So, du hältst die ersten Karten rein. Ich würde sagen, ich fange einfach ganz entspannt mit meinem rechten ZM an. Guck mal, ich habe ja bei dir gesagt, ich kann mich nicht zwischen Goretzka und Tolisso entscheiden. Ich habe mir den Tolisso genommen als rechten ZM. Dann als mittleren ZM habe ich hier Ndombele. Okay, ist nicht die beste Karte so. Aber da das kurzfristig war, dachte ich mir Ndombele. Und als linker ZM habe ich hier wirklich eine schon klasse Karte, ja. Es ist Paqueta, diese Footburster-Karte da. Okay. Die kann auf jeden Fall was mit 5-5. Ich hoffe, du hast keinen von denen erwischt, weil sonst das wäre hart. Nee, ich dachte, du gehst auf jeden Fall, bleibst in der Liga auf der rechten Seite. Deswegen habe ich alle drei Möglichkeiten aufgeschrieben. Fekir, Kamavinga und De Jong. Bist dann auf Bundesliga ja. Dementsprechend kannst du alle behalten. Stark. Nice. 1 für dich. Start. Geh mal zu den Außenverteidigern. Ey, aber ey, Heisen, guck mal, du hast den Torhüter reingetan, oder? Ja, ja. Ist das ein Japaner? Nee, ein Deutscher. Okay. Boah, das passt perfekt. Ich habe ein deutsches Trikot an, den will ich auseinandernehmen. Hä? So, Freunde, wir sind zurück mit den Außenverteidigern. 1-0 aktuell für Enza. Ich halte mal hier zwei wunderschönen Namen rein. Ich, ja, wenn er den hat, dann bin ich wirklich SBB-Gott. Komm. Okay, mal gucken. Also, mein Linksverteidiger. Guck mal, wenn du den errätst,
Da bin ich SPB Dann ist Gott. vorbei. Das habe ich auch. Dann bist du SPB Gott. Okay, dann rede ich nicht mehr. Dann rede ich nicht mehr. Es ist Alexandro von Juventus. Oh. Die Foot Fantasy Karte da. Erfolg, okay. Hast du. Und guck mal, Rechtsverteidiger, Tolisso zu linken in der Bundesliga ist so gut wie unmöglich. Aber es gab für mich zwei Spieler, die da reinpassen würden. Das wäre Pauwart, die Goldkarte da, und Schmidt. Schmidt ist ehrlich eine scheiß Karte, aber ich wusste nicht, wen ich linken soll. Ich habe hier Schmidt als Rechtsverteidiger. Warum bleibst du in der Liga? Geh doch rüber auf Klaus, geh doch in Liga 1. Klaus, Junge, ich sag doch, du bist vielleicht SW-Gott heißen, aber Bro, triff mal einen Spieler. Ah, aktuell bin ich kein SW-Gott, weil du hast ja mich jetzt auseinandergenommen mit den beiden. So, LV ist es auf jeden Fall am Start in Digne und auf der RV-Position habe ich dir mal nachgemacht. Jonathan Schmid. Als ob? Nö. Okay, guter Call, Mann. Ja, stell dir mal vor, dass ich Schmidt getroffen habe. Hast du? Nein, Spaß, ja, Power hat, Mann. Oh, und Digne? Bro, mit Digne habe ich nicht. Ich dachte so, entweder du nimmst Show, Cancelo oder Digne. Ich bin auf Cancelo gegangen, also kannst du den auch behalten. Alright, nice. So, Freunde, ich halte meine nächsten drei Spieler rein. Ey, lass mich einen noch treffen, dann habe ich schon auseinandergenommen, Mann. Ich will noch einen Torwart rein. Ey, ja, so, chill mal, auseinandergenommen. Du hast erst einen getroffen, hä? Auseinandergenommen, okay. Ja, komm, heißen, Mann, komm. Einer ist. Chat, besser als doch keinen zu treffen, oder? Hast du einen getroffen? Ja, nein. Ist okay, aber ich sag ja auch nicht, dass ich dich zerstöre. Aber naja, LV ist auf jeden Fall Konaté, RIV ist Ndicka und im Tor ist es Lafont. Oh, Bro, das hat mich komplett auseinandergenommen. Ja. Genau so. Ich habe einen Fehler gemacht, weil du musst in eine andere Liga gehen. Ich habe das komplett vergessen. Ich habe Gabriel, Can und Cech geschrieben. Okay. Also hast du mich degradiert damit. Also ich hätte nicht andere Liga gehen müssen, Bro. Also ich hatte ja schon zwei Ligen. Achso, stimmt. Kennst du zweite Liga. Aber ja, ich bin nochmal in eine andere Liga gegangen. Gut. Ich kann mal rein. Hältst du rein? Okay, mein linker Innenverteidiger ist ein sehr kleiner und flinker Verteidiger. Das ist Cordoba. Ich wollte ihn aufschreiben. Oh mein Gott. Jawohl, Mann. Mein rechter Innenverteidiger ist Upamecano, die Once-to-Watch-Karte. Die hat sich aufgeschrieben, durchgeschrieben, perfekt. Jawohl. Und mein Torwart ist einfach Maignan, ganz entspannt. Tschüss, hast mich auseinandergenommen. Hey, Junge. SBB-Gott, Enzo FIFA, Jungs. Merkt euch. Das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, schreibst du in diesen Cam-Button SPB drauf. Ich hab's Upamecano sogar aufgeschrieben gehabt, durchgestrichen. Wow. Naja, Sirigu, Cellini und Kalulu. Ich dachte, du gehst irgendwie. Jawohl, Mann, stark, Junge. Ich darf alle behalten. Full Squad gegen ein. Verfehlt? Ja, kleiner Vorteil für dich. Sollten wir sagen, wir laden uns ein und dann gehen wir mal rein ins Game. Ja, in Dumbledore. Mein Torhüter. Oh. Oh mein Gott. Was für ein Biest. Und jetzt? Und jetzt? Ach so. Weiß ja. So geht das heißen. Ach so, Digga. Let's go, Jungs. Teuter. Ich habe so einen Vorteil damit in der Mitte. Ja, auf jeden Fall. Barnes? Ja. Ja, Junge. Sehr gut. Genau deswegen habe ich dich gezogen, Junge. Oh, und Kent? Kent? Nein. Alter, der Typ ist zu gut. Tschüss. Ey, Junge, Mann. Ich habe noch nicht ein Spiel mit ihm gemacht. Crazy. Der Typ ist echt Kent. So krass, so beweglich, Alter. Läuft. Ah ja. Oh mein Gott. Ah ja. Oh mein Gott. Upamecano haut ihn da richtig mit 48 Schuss. Einfach keine Verteidigung. So ein mehr. Ding. Nein. Nein. Oh, also unverdient. Unverdient. Richtig unverdient. Egal. Auch die Unverdienten nehmen wir mit, Ensa. Ja. Ja, let's go! Nein, ey, komm, das kann man wirklich keinem erzählen. Der drückt dir ein Hattrick, Bro. Der drückt dir ein Hattrick. Junge, so viel Chancen, egal. Chance. Abseits, nein. Abseits. Oder? 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 Es war so klar. Paqueta, jawohl, ich liebe dich noch, du brasilianischer Amigo. Du kannst gerne nochmal rein. Cruyff, wunderschön, entspannt, 4-3, let's go. Nein. Jetzt. Das ist so Quatsch, jetzt, Digga. Jetzt. Real Talk, das ist so Quatsch, Mann, was ich hier tue. Junge. Let's go.
Boah, was ein Pass Unkennt. hier. Oh mein Gott. Ja, komm, Doba. Nein. Ah, du hast mich beerdigt, Bro. Was ist Gereimt! das? Was ist das? Gereimt! Was ist das? Was ist das? Bitte, was ist Das ist so das? wichtig, nur ein Oh Discard-Aktes. nein. Weil ich spiele das Spiel nicht mehr. Lewandowski, Totti. Ich leg alles Na, in okay, deine Tor. Hand. 100% Tor. Bitte, 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 weg, 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 weg. Schieß doch weg! Schieß doch weg! Nein! Nein! Okay, Freunde. Ich habe umgestellt. Ein Discard nur noch anstatt zwei. Ich habe ja nochmal verkürzt. Oh. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Hau mal raus, ich spiele 4-4-2. 4-4-2. Ich weiß nicht, ob du so einer bist, der alles umstellt oder der das gleich lässt. Ich bin beim Stürmer, rechten Innenverteidiger oder Torwart. Oder ich soll. Guck mal, ganz ohne zu reden, ich nehme deinen linken Mittelfeldspieler. Bitte sag einfach, dass er irgendwas Gutes ist. Linker Mittelfeld. Ja. Ist okay, ist okay, ist okay. Also, du hast nicht Ronaldinho getroffen, nicht Lewandowski, das war mein wichtigstes. Du hast Barnes getroffen, also Icon Discard. Ey! Nimm Aber. ich mit, ist gut, ist gut. Wo war Thiele? Ja. RM, Batide, Ja, die Lewandowski, hätte ich gern, die hätte ich IV. gern. Naja, ich gebe mal Barnes ab und dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. So, Freunde, wir sind zurück. Ja, Barnes ist im Team angelangt. Ich muss ehrlich sagen, ist okay, weil. Ist in der Trash-Icon. Aber eigentlich habe ich für die Icon 700.000 Coins bezahlt, weil es Prime-Icon-Spieler-Pick war. Also 700.000 Coins, Discarden mal wieder, bockt auf Let's jeden go. Fall. Ja, Leute, ist abgegeben. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall unbedingt einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da. Wir sind kurz vor 10.000, noch die 10.000 gerne voll. Und checkt die Rückspielfolge auf Ensas Kanal. Leute, wir sind raus, haut rein und ciao, ciao.